Herzlich willkommen zu diesem Video zu symmetrischer, asymmetrischer und hybrider Verschlüsselung. Wir werden uns zunächst damit beschäftigen, was ist symmetrische Verschlüsselung, dann was ist asymmetrische Verschlüsselung, wie unterscheiden sich die beiden, welche Unterschiede sind relevant. Wir werden uns dann überlegen, können wir diese beiden Verfahren irgendwie sinnhaft kombinieren und wie würde das gegebenenfalls gehen? Schauen uns an, was da rauskommt und schauen uns die Eigenschaften einer hybriden Verschlüsselung an und werden zum Schluss bei einem konkreten Open-Source-Beispiel eine richtige scharfe elliptische Kurvenchiffre erzeugen und da mal reinschauen, wie sieht die eigentlich aus. So, zunächst, was ist symmetrische Verschlüsselung? Wir haben unsere Teilnehmer Alice. Alice hat ein Auge auf Bob geworfen. Der fliegt immer so schön und Bob findet, oh, Alice sieht ja ganz toll aus. Die möchten gerne Kontakt aufnehmen, aber es gibt da die eifersüchtige Eve, die möchte gerne da reinlauschen, vielleicht sogar was ändern, was die austauschen und die beiden möchten aber kommunizieren, ohne dass Eve davon weiß. Wie könnten sie das machen? Nun, die am längsten bekannte Methode ist, dass die beiden zusammenkommen, miteinander flüstern, psst. Die Parole für unsere Kommunikation, das Kennwort ist Kuss am Fluss. Und dann gehen sie wieder auseinander. Jetzt haben sie ein geteiltes Geheimnis, ein gemeinsames Geheimnis, was Eve oder auch sonst jemand nicht kennt. So, nachdem sie so ihre spätere geschützte Kommunikation vorbereitet haben, kann jetzt Alice, wenn ihr danach ist, sich mit Bob zu treffen, ihm eine Nachricht schicken. Vielleicht möchte sie ihm nicht nur sagen, komm dann und dann dahin, sondern auch gleich einen richtigen Liebesbrief draus machen, weil er ihr so gefällt, so hübsche spitze Ohren, so eine schöne feuchte Nase. Und das geht sie mal an. Eve legt sich schon auf die Lauer, legt sich wie der BND bei uns an die Leitung und schnüffelt, was da vorbeiläuft. Ist das für mich interessiert? Interessant, kann ich das an jemand anders verhökern? Hier habe ich einen Fuchs genommen. Wenn es der BND wäre, dann hätte ich vielleicht eher einen Hund nehmen sollen, so den Dackel, einen Dackel von der NSA oder so. Na gut, jedenfalls schnüffelt sie in die Kommunikation rein, die hier laufen wird. So, was kann Alice jetzt machen, wenn sie diese Nachricht an Eve vorbeibringen muss? Naja, sie schreibt erstmal den Liebesbrief. Lieber Bob, ich finde deine feuchte, kalte Nase so toll und deine spitze Ohren und überhaupt, du fliegst so elegant und Küsschen und wollen wir uns nicht dann und dann treffen. Sie schreibt den Liebesbrief. Jetzt hat sie ein gemeinsames Geheimnis mit Bob, nämlich, dass sie das Kennwort kennt und sie nimmt jetzt ein Programm zur symmetrischen Verschlüsselung, nimmt als Schlüssel das Kennwort Kuss am Fluss und erzeugt diesen Chiffretext. Das würde, wenn man sich das anschaut, aussehen wie ein wildes Gewirr von Zeichen, was man nur lesen kann, wenn man das Kennwort Kuss am Fluss kennt. So, das schickt sie jetzt an Bob. Sie muss leider die Leitung nehmen, wo Eve dran schnüffelt. Eve schnüffelt ausgiebigst dran, aber muss das schließlich weiterschicken, damit es nicht so auffällt. Und weil sie ja nicht einfach Nachrichten wegfangen darf, dann werden die einfach nochmal geschickt, hat sie auch nichts von. So, bei Bob kommt das an. Bob sagt sich, ah, das könnte von meiner lieben Alice sein. Steht vielleicht auch im Absender drauf, ist vielleicht ein E-Mail-Anhang oder sowas. Und dann macht er jetzt die Tür zu und sagt sich, jetzt gucke ich mir das an und ich passe auf, dass mir dabei keiner über die Schulter schaut. Dann zückt er das gemeinsame Geheimnis, Kuss am Fluss, und sagt seinem Programm, entschlüssle das, was ich hier gekriegt habe mit dem Kennwort Kuss am Fluss. Und er regeneriert, erzeugt wieder diesen wunderschönen Liebesbrief, den Alice verfasst hat und kann den lesen. Und Eve guckt in die Röhre, hat nur das große Fragezeichen und weiß nicht, was die beiden vereinbart haben. Wie geht das jetzt bei asymmetrischer Verschlüsselung? Gut, wieder haben wir Alice und wieder haben Bob, die einander ganz toll finden, ein Auge aufeinander geworfen haben und wieder haben wir die eifersüchtige Eve, die alles anschauen, mitlesen und gegebenenfalls sogar manipulieren will. Jetzt muss wieder die Kommunikation vorbereitet werden, aber die Vorbereitung ist einfacher. Beide haben ein Programm für asymmetrische Kryptographie. Und dann geht die Vorbereitung so, dass Alice ganz für sich alleine, ohne dass sie sich mit irgendjemand treffen oder flüstern muss, sie nimmt sich, macht die Bürotür zu, wirft das Programm an und sagt, erzeuge mir ein privat-öffentliches Schlüsselpaar.
Dann erzeugt sie einen privaten Schlüssel, LSS privaten Schlüssel, und aus dem privaten einen öffentlichen Schlüssel. Genau das gleiche macht Bob. Bob erzeugt sich einen privaten Schlüssel, auf den er gut aufpasst, den darf keiner sehen, und aus dem privaten Schlüssel einen öffentlichen Schlüssel, den er auf ein großes Schild malt, überall rumzeigt, in der Welt rumposaunt, und genau das gleiche macht Alice. Das kann man dann ein bisschen geordneter machen, also zum Beispiel in so eine Art Telefonbuch eintragen lassen, auf die Facebook-Seite mit WhatsApp-E-Ticket verschicken, auf der Homepage oder in so eine Art Telefonbuch, in so eine Art geschütztes Verzeichnis rein. So dass es jeder sehen kann. Auch Eve natürlich. Eve oder die russische Mafia oder chinesische Hacker. Wer auch immer, jeder darf das sehen. Jeder soll das sehen können. Muss leicht zugänglich sein. So, und jetzt möchte Alice an ihr geliebtes Herzchen Bob wieder einen Liebesbrief schicken. Eve bringt sich wieder in Position, um alles abzuschnorcheln, was über die Leitung läuft, und hofft, ah, vielleicht sind die so blöde und schicken das im Klartext, dann habe ich sie. Alice schreibt erstmal ganz für sich alleine den Liebesbrief. Lieber Bob, du bist so toll, deine kalte, schwarze Schnauze und deine spitze Ohren, papa, und dein eleganter Flug und so weiter. Wollen wir uns nicht treffen? Jetzt nimmt sie sich Bobs öffentlichen Schlüssel, verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel ihren Liebesbrief und erhält den Chiffretext. Sie hat sich nicht mit Bob vorher direkt treffen müssen, um das vorzubereiten. Die Vorbereitung konnten beide jeweils für sich machen. So, dann schickt sie den. Eve schnüffelt natürlich intensivst drauf um. Ah, das ist eine Chiffre, ich muss das wissen, ich muss das wissen. Das geht nicht, dass jemand so Wichtiges wie ich das nicht lesen darf. Das kann sie aber nicht. Es kommt bei Bob an, Bob zieht sich wieder zurück, zückt seinen privaten Schlüssel und dechiffriert den Chiffretext, den er von Alice bekommen hat, und kriegt wieder den wunderbaren, herzerwärmenden Liebesbrief, kann den lesen und sich darauf vorbereiten, mit Alice an einem geheim, somit jetzt geheim verabredeten Ort zu treffen. Und Alice weiß nicht, wo er seine Wanzen, Eve weiß nicht, wo sie vorher ihre Wanzen platzieren soll, weil sie nichts entschlüsseln konnte. So, wir vergleichen mal die beiden Verfahren. Zunächst ein technisches Detail, was ich jetzt hier noch nicht präsentiert habe, was aber ein Fakt ist, was die Insider alle wissen. Symmetrische Verschlüsselung und Entschlüsselung ist sehr schnell. Das geht genauso schnell, einen File zu verschlüsseln, wie überhaupt es auf die Festplatte zu schicken oder von der Festplatte runterzuladen. Also vielleicht dauert es ein bisschen länger, wenn man eine schnelle Festplatte hat, aber das ist ratzfatz. Asymmetrische Verschlüsselung ist relativ langsam. Wenn man so einen Liebesbrief Block für Block asymmetrisch verschlüsseln oder entschlüsseln wollte, na, da würde man schon bei so einem Briefchen, wie sie Alice geschrieben hat, vielleicht schon so 10 Sekunden brauchen oder sowas. Wohingegen symmetrisch ist das 10 Millisekunden oder so. Dann ist es so gewesen, dass bei symmetrischer Verschlüsselung ein konspiratives Treffen nötig war, um den geheimen Schlüssel auszutauschen. Die mussten zusammenkommen. Psst, das Kennwort ist Kuss am Fluss. Hat auch keiner was geguckt. Ist die Luft rein? Okay, dann können wir das nehmen. Und jetzt gehen wir wieder auseinander. Das war nötig. Und das muss man erstmal arrangieren, bevor man geschützt kommunizieren kann bei der symmetrischen Verschlüsselung. Beim asymmetrischen Verfahren, da konnte dieser Austausch öffentlich erfolgen. Jeder hat für sich selbst einen öffentlichen, privates und privaten Schlüssel erzeugt und den dann in die Welt rausposaunt, verbreitet, auf Schilder geschrieben, irgendwo gepostet, in Telefonbücher eingetragen. Das war nicht nötig, in diesem Fall ein konspiratives Treffen zu vereinbaren. Das Besondere bei der asymmetrischen Verschlüsselung ist, dass die erste Kommunikation ohne vorheriges konspiratives Treffen bereits geschützt stattfinden kann. Ja, etwas, was ich hier nicht stark betonen will, was aber, wenn man das dann wirklich nutzt, auch relativ wichtig ist: asymmetrische Verfahren erlauben auch, Dokumente zu authentifizieren und zu schützen, also zu klar zu machen, für jedermann überprüfbar klar zu machen, das ist von mir und nicht von Eve oder von irgendjemand anders, und auch sicherzustellen, dass niemand anderes, der vielleicht Macht über den Kanal hat, wie das eben Eve war, an dem Dokument irgendwas drehen kann, ja, bei einer Überweisung zum Beispiel 1000 Euro durch 10.000 Euro zu ersetzen oder sowas. Das kann man auch, dagegen kann man auch schützen mit den asymmetrischen Verfahren.
So, jetzt stellt sich die Frage, kann ich vielleicht die Vorteile beider Verfahren kombinieren, um die jeweiligen Nachteile loszuwerden? Und wenn das geht, wie könnte das vielleicht gehen? Also zwei Fragen, zwei Antworten. Erstens ja, man kann es kombinieren und B, es ist ganz einfach. Wie kann es gehen? Alice, die Bob geschützt was schicken möchte, wählt zunächst mal einfach eine Zufallszahl. Einfach eine Zufallsfolge, die sie als symmetrischen Schlüssel verwendet. Nimmt diesen symmetrischen Schlüssel und verschlüsselt damit ihren Liebesbrief. So, sie ist die Einzige, die jetzt den symmetrischen Schlüssel hat und die bis jetzt auch den wieder nehmen könnte, um zu entschlüsseln. Bob oder sonst wer kennt diesen geheimen symmetrischen Schlüssel nicht. Aber sie nimmt jetzt den asymmetrischen Schlüssel von Bob und verschlüsselt asymmetrisch nur den Schlüssel, so einen kurzen Datenschnipsel. Nur den Schlüssel verschlüsselt sie asymmetrisch für Bob. Da macht das nichts, dass das Verfahren langsam ist. So einen kurzen Datenfetzen kriegt man auch in einer Millisekunde verschlüsselt. Na, vielleicht eine Zehntelsekunde oder sowas. Aber das spielt insgesamt überhaupt keine Rolle, diesen kurzen Fetzen asymmetrisch zu verschlüsseln. So. Dieser verschlüsselte symmetrische Schlüssel, dieser asymmetrisch verschlüsselte symmetrische Schlüssel, den könnte man sowas nennen wie den Zugangsblock für den Empfänger. Das ist ein Zugangsdatenstück, mit dem der Empfänger, der als einziger diesen Zugangsblock entschlüsseln kann, den Zugang zu dieser symmetrischen Schiff kriegen kann. Ja, und diesen Zugangsblock, den klebt dann Alice einfach vorne an den Chiffretext an, kann man auch hinten machen, aber normalerweise wird das vorne gemacht und schickt dann das Ganze, also Chiffretext mit vorne dran klebendem Zugangsblock an den Empfänger, an den Bob. Ja, das steht jetzt hier oben nochmal klein und die anderen Sachen gucke ich jetzt nach und nach. Was macht Bob? Also der Empfänger Bob. Der kriegt jetzt dieses zusammengeklebte Stück und der trennt erstmal den Zugangsblock vorne ab und lässt auf diesen Zugangsblock seinen privaten Schlüssel los, den er geheim hat, den außer ihm keiner kennt. Den nimmt er, dechiffriert den Zugangsblock und da steht dann drin, der Schlüssel ist bababa. Aha, dann kennt er den Schlüssel für das symmetrische Verfahren und nimmt diesen symmetrischen Schlüssel, diesen Schlüssel für symmetrische Verfahren und verwendet den, um die Payload, also den ganzen Rest dieses verschlüsselten Liebesbriefes, um den zu dechiffrieren. Und dann hat er den. So, wie sieht das auf Protokollebene jetzt aus? Bei der hybriden Verschlüsselung. Genau in dem gleichen Muster stelle ich das jetzt dar, wie das eben bei der asymmetrischen Verschlüsselung war. Wir haben wieder Alice, Bob und die böse Eve, die Leitungen abschnorchelt. Wir haben das Verzeichnis, aus dem jedermann auch Alice Bobs öffentlichen Schlüssel ermitteln kann. Ja, und natürlich ist auch Alices öffentlicher Schlüssel da gepostet, damit Bob antworten kann, aber das spielt jetzt noch nicht die Rolle. So, was macht Alice? Alice sieht, die Eve schnorchelt an der Leitung. Ich muss verschlüsseln. Aber ich habe ja, sagt Alice, ein Programm für hybride Verschlüsselung. Ich schreibe erstmal den Liebesbrief. Bob, deine feuchte Nase raubt mir den Schlaf, deine spitzen Ohren, ich muss den ganzen Tag dran denken, bababa und so weiter. Macht also ihren Liebesbrief. Dann verschlüsselt sie den Liebesbrief. Ja, nicht gleich asymmetrisch, sondern sie verschlüsselt erstmal symmetrisch. Sie sagt nur, nimm AES oder sowas, denkt sich eine Zufallszahl aus, nimmt diese Zufallszahl als Schlüssel, verschlüsselt symmetrisch und stellt dabei erstmal einen Chiffretext her. So, jetzt muss sie ja Bob noch ermöglichen, den Zugangsblock zu kriegen und darüber den Schlüssel zu kriegen. Also nimmt sie diesen symmetrischen Schlüssel, mit dem sie hier symmetrisch den Chiffretext erzeugt hat, verschlüsselt den asymmetrisch für Bob. Das ist diese kleine orangene Nase da vorne dran. Klebt das vor die Chiffre und schickt das auf die Reise nach Bob. Eve schnüffelt und schnüffelt und schnüffelt und schnüffelt. Es ist eine Chiffre, ich komme nicht ran. Mist, ich kann es nicht lesen. Darf doch nicht sein. Bei Bob kommt die Chiffre an. Er sieht dann, ach, das ist eine Chiffre, ach, die kommt von Alice. Dann mache ich mal die Tür zu, schaue, dass mir keiner über die Schulter guckt, zücke meinen privaten Schlüssel, trenne hier den Zugangsblock ab, dechiffriere den mit meinem privaten Schlüssel. Daraufhin kriege ich den geheimen Schlüssel für das symmetrische Verfahren und kann dann diesen geheimen Schlüssel für das symmetrische Verfahren verwenden und dekodiere wieder Alices Liebesbrief.
Und es konnte geschützter Nachrichtenaustausch stattfinden, ohne dass die beiden vorher zusammenkommen mussten. Unter der Haube, also äußerlich sieht das Diagramm ganz gleich aus wie vorher, nur unter der Haube hat eben die symmetrische Verschlüsselung und Entschlüsselung stattgefunden. Die ist nach außen gar nicht ersichtlich. Wenn Alice und Bob irgendwie normale User sind und sich nicht besonders mit Kryptographie auskennen, dann merken sie das vielleicht gar nicht, dass unter der Haube die schnelle symmetrische Kryptographie genutzt wird und sie sehen es nur von außen. Von außen sieht es exakt ganz genauso aus wie die asymmetrische Kryptographie. So, was können wir festhalten? Von außen betrachtet, nochmal, ist das Muster oder das Protokoll, wie man vorhin sagt, genauso wie bei reiner asymmetrischer Kryptographie. Unter der Haube ist es anders. Unter der Haube wird dann für den Körper als Arbeitspferd die schnelle symmetrische Verschlüsselung genommen. Ja, es steht hier unter Punkt 2. Unter der Motorhaube haben wir aber schnelle symmetrische Verschlüsselung als Arbeitspferd. Was sind die Vorteile? Es ist schnell. Es ist asymmetrische Verschlüsselung, aber es ist trotzdem schnell. Und der Vorteil, das ist sozusagen der Vorteil, den die symmetrische Verschlüsselung als verwendetes Modul mitbringt. Und der andere Vorteil, den die asymmetrische Verschlüsselung mitbringt, ich habe geschützte Kommunikation bereits beim Erstkontakt. Ja, außerdem, das ist wieder der Punkt, den ich hier an dieser Stelle, in diesem Video nicht vertiefen möchte, der Dokumentinhalt kann durch eine digitale Signatur gegen Änderung durch Eve geschützt werden, sodass Bob merkt, da hat jemand dran manipuliert. So, jetzt muss man ja ehrlicherweise auch schauen, gibt es auch Nachteile der hybriden Verschlüsselung gegenüber reiner asymmetrischer Verschlüsselung? Da denken wir scharf nach, was sind die Nachteile? Es gibt keine. Kein Schwein benutzt heute rein asymmetrische Verfahren. Man nimmt immer nur hybride Verfahren, nur hybride Verschlüsselung. So, im Anschluss an diese Präsentation hier, Folienpräsentation hier, kommt jetzt eine Demonstration der hybriden Verschlüsselung mit einem kostenfreien Open Source Werkzeug mit Academic Signature, was man kostenfrei eben übers Web runterladen kann und was elliptische Kurvenkryptographie als asymmetrische Komponente verwendet. Symmetrische Komponenten, da hat man eine große Auswahl von Dingen, die da drin sind. Wir werden dieses Tool nehmen. Ich werde damit demonstrieren, wie eine hybride Verschlüsselung ausgeführt wird. Das ist dieser Punkt. Wir werden dann den Chiffretext, der dabei entsteht, ganz genau anschauen in einem Hex-Editor und schauen, was hat der für eine Struktur, was steht da drin, was kann ich lesen, was kann ich nicht lesen, wie sieht dieser vorhin als so orangefarbene Nase gezeichneter Teil, wie sieht der aus? Und dann werden wir zum Schluss diesen Hybrid-Chiffretext wieder dechiffrieren und dann sehen, dass das Original wieder erscheint. Wir werden also jeweils dann so unsere Rolle tauschen. Zuerst sind wir Alice und verschlüsseln, dann sind wir Eve und gucken die Chiffre an, können wir da irgendwas abschnorcheln, abschnüffeln und dann sind wir Bob und schauen uns an, was passiert auf der Seite von Bob, wenn er die Chiffre kriegt und wie kann er wieder den Liebesbrief generieren. So, das geht jetzt los. Wir sind jetzt im zweiten Teil. Sie sehen hier meinen Desktop. Und wir werden jetzt genau nacheinander diese drei Rollen wahrnehmen. Zunächst Alice. Alice schreibt den Liebesbrief und verschlüsselt. Dann Eve. Eve sitzt auf der Leitung, schnorchelt ab, versucht herauszufinden, was über die Leitung läuft. Und dann zum Schluss Bob, bei dem die Nachricht ankommt und der sie dann dechiffriert. Wir benutzen für Verschlüsselung und Entschlüsselung das Open Source Tool Academic Signature. So, es geht los. Wir sind auf Alices Seite, angedeutet durch dieses Bild. Alice hat einen schönen Liebesbrief geschrieben, Alice an Bob. Lieber Bob, deine Flugkünste sind groß, dein Fell ist so weich, ich muss dich treffen, meine Liebe ist reich, die Nase so spitz, die Ohren verwegen, ich will zu dir, ob bei Sturm oder Regen. Eve, die Gemeine, oh groß, soll das nicht stören, dann kann sie auch nicht unsere Zweisamkeit, soll das nicht hören, dann kann sie auch nicht unsere Zweisamkeit stören. Triff mich um 8 bei den gekreuzten Buchen und iss mit mir dort selbst gebackenen Kuchen. Deine dir mit Haut und Feder verfallene Alice. Hat sie schön gedichtet. Ich mache das mal wieder zu.
Das ist die Chiffre und sie möchte das jetzt, das ist der Klartext und sie möchte das jetzt für Bobs öffentlichen Schlüssel chiffrieren. Dazu benutzt sie Academic Signature, sie ruft es auf, gibt ihr spezielles Zugangswort zu Academic Signature ein. Wählt ECC Crypto. ECC steht für Elliptic Curve Cryptography, Elliptic Operations, Elliptic Encipher, also Chiffrieren. Wählt dieses schöne Gedicht, diesen schönen Gedichttext aus. Ja, es ist automatisch hier schon enthalten, weil sie das letzte Mal vielleicht auch an Bob chiffriert hat, für Bob chiffriert hat. Die Key-ID Bob 5089. Full Name Bob the Bat. Der öffentliche Schlüssel von Bob steht hier und es wird für den Chiffre-Pfeilnamen dieser Bandwurm aus Hexzeichen vorgeschlagen. Jetzt kann sie noch wählen, was unter der Haube für ein symmetrischer Algorithmus arbeiten soll. Da nehmen wir mal das gute alte AES. Und sie muss jetzt nur noch den Knopf drücken, Do Encipher, das macht sie, zack, und fertig ist der Lack. Sie kann hier rausgehen aus dem Programm und hat jetzt erhalten die chiffrierte Version, den Chiffretext von ihrem Liebesbrief. Den nimmt sie und schickt ihn den an Bob. Zum Beispiel als Mail-Anhang einer nichtssagenden lapidaren Mail. Und dann reist diese Nachricht über das Internet. So, die ist jetzt noch nicht bei Bob, sondern wir wechseln jetzt wieder Rollen. Jetzt sind wir im Internet, wo Eve, zum Beispiel der BND, als Dackel der NSA, alle möglichen Nachrichten abfängt, chiffriert, guckt, ob sie damit was anfangen kann, die Eve. So, Eve verfügt natürlich nicht über den Klartext, deswegen nehme ich den jetzt mal weg. Eve verfügt über dieses hier. So, dem Pfeilnamen kann sie nicht viel entnehmen. Dann öffnet sie das mal mit dem Hex-Editor. Das ist ein Editor, der sich nicht verschluckt, wenn er mal nicht als Text interpretierbare Zeichen kriegt. Und da sieht sie, was vorhin in der Präsentation diese orangene Nase war, der Zugangsblock. Da steht KIT, Key-ID, Bob 5089. Dann steht der Domänenname. Es geht um elliptische Kurvenkryptographie. Da wird vorab eine Domäne, eine elliptische Kurve ausgewählt, auf der die Rechnungen auszuführen sind. Das ist hier P256R1, egal wie der Name heißt, müssen Sie sich nicht so drum kümmern. Dann haben wir zwei Koordinaten, eine X-Koordinate, eine Y-Koordinate des Punktes. Das ist im Kern das, was den chiffrierten, nach einem asymmetrischen Verfahren chiffrierten Zugangsschlüssel erhält, den Zugangsschlüssel für das, was hier hinten folgt, nämlich die nackige Chiffre, die einfach eine nach außen hin wie Zufallsbytefolge, wie eine Zufallsbytefolge aussieht. Als letztes haben wir hier noch übrigens die vierte Position, da wird der Algorithmus, der verwendet ist, ausgewiesen, das ist in diesem Fall AES. Dann kommt ein groß X Doppelpunkt und dann geht die Chiffre los. Und da steht dann, wenn wir da mal reingehen, das ist der Doppelpunkt und danach kommen statistisch gleich verteilt aussehende Bytes. So, Eve kann darauf rumkauen, kann sich darüber ärgern, kann das im eigenen Datencenter abspeichern, kann es an die NSA weiterverkaufen oder was auch immer damit machen, aber sie kann nicht das dechiffrieren, weil sie nicht Bobs privaten Schlüssel hat. Also knirscht sie mit den Zähnen, flucht ein bisschen und schickt es weiter, damit nicht so auffällt, dass sie im Internet alles abschnorchelt. So, wir wechseln wieder die Rolle. Wir sind jetzt auf Bobs Seite. Hier ist er, der wunderbare Bob. Und er erhält jetzt eine Mail mit dem Mail-Anhang. Nehmen wir mal an, es wird per Mail transportiert. Mit diesem Mail-Anhang. Er sagt sich, ach, die Mail kommt von Alice, da wird sie wohl für mich was chiffriert haben. Dann ruft er seine Implementation von Academic Signature auf. Mit seinem Zugangswort verschafft er sich Zugang zu seinen geschützten Geheimnissen und muss jetzt seinerseits ECC Crypto, Elliptic Operations, jetzt nicht Elliptic Encipher, das musste Alice machen, sondern erst Bob, er will dechiffrieren, Elliptic Decipher, will das. Nun geht dieser Dialog auf und er muss jetzt noch dem Programm mitteilen, was für eine Chiffre er dechiffrieren will, da wählt er dieses aus.
So. Jetzt steht es hier, das will er dechiffrieren. Das Programm hat automatisch den Kopf schon analysiert und gefunden, ach, das geht an meinen Schlüssel Bob 5089, Bob the Bat. Und alles, was Bob machen muss, ist nur den Knopf drücken, du decipher. Zack, ist sie wieder da. Plain File Restored Successfully. Bob kann wieder sich ausloggen aus dem Krypto-Programm und verfügt jetzt über den Klartext. Das kann man anschauen mit dem Editor und er hat offensichtlich wieder gewonnen das wunderbare Gedicht von Alice. Lieber Bob, deine Flugkünste sind groß, dein Fell ist so weich, ich muss dich treffen, meine Liebe ist reich und Bobs Knie werden weich bei dem Gedanken an das Tête-à-Tête mit Alice bei den gekreuzten Buchen. Ja, so einfach geht's und ich möchte Sie ermuntern, das auch für Ihre Kommunikation zu nutzen, auch wenn es nicht unbedingt Liebesbriefe sind, damit die Abschnorchler an den Leitungen in die Röhre gucken und ihre privaten Daten geschützt sind vor Zugriff und vor Änderung und vor Speicherung durch ausländische Dienste. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.